Dieser Mann hat sich und seine Krankheit jahrelang vernachlässigt. Innerlich war das ein ganz schöner Schock. Das Ergebnis war sehr schlimm für mich. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt musst du was ändern. Du musst und willst auch was ändern. Das geht so nicht weiter. Mein Name ist Frank Schäfer, bin 42 Jahre alt und habe Diabetes Typ 2. Seit 12 Jahren hat er zu viel Zucker im Blut und hat jetzt erst festgestellt, dass seine Werte außer Kontrolle sind. Damit riskiert Frank Schäfer einen Herzinfarkt oder Schlaganfall, Schäden der Netzhaut, der Nerven und Nieren, eine Potenzstörung. Es ist jetzt mal eine Chance, noch mal vielleicht noch 10, 20 Jahre plus Lebenszeit zu bekommen, die Ernährung zu ändern und dadurch ein besseres Leben zu bekommen in der Zukunft. Herr Schäfer, seit 12 Jahren sind Sie Diabetiker und haben in den letzten beiden Jahren den Blutzucker nicht gemessen. Das möchte ich verstehen. Also ich habe mich fast nie gemessen, weil immer, wenn ich gemessen habe, habe ich dann irgendwie schlechte Laune gekriegt, weil der Wert zu hoch war. Und ja, das ist wohl die Verdrängung gewesen. Vogelstrauß. Genau. Das nennen wir Ärzte selektive Wahrnehmung oder kognitive Dissonanz. Mhm. Das ist in Krisen ganz super, an denen man nichts ändern kann. Aber in Situationen, in denen man was ändern kann, kann es durchaus schädlich wirken. So auch bei Frank. Mir ging es immer ein bisschen schlechter. Und dann habe ich so kurz vor den Weihnachtstagen mal wieder angefangen mit Messen und bin dann ein bisschen aus allen Wolken gefallen. War dann doch ein sehr hoher Wert, so jenseits von 400. 400? Ja. 100 Milligramm pro Deziliter Blutnüchternzucker ist der Grenzwert. Das ist eine Hausnummer. So ein Wert von 400, der kann Sie natürlich in eine akute Notsituation bringen. Diabetisches Koma, Kreislaufzusammenbruch, akutes Nierenversagen. Jetzt muss Frank täglich Insulin spritzen, aber sein Langzeitzucker ist immer noch zu hoch. Er sollte ja bei 6,5 drunter liegen. Ja. Sie haben aber einen Wert von 8,2%. Schon erhöht. Eins macht mir auch noch große Sorgen. Franks Leberwerte und die Triglyceride, ein Blutfett, sind zu hoch. Wissen Sie, was das bedeutet? Nein. Wollen wir uns das mal anschauen? Ja, gerne. Der Mediziner nimmt seine Leber per Ultraschall ganz genau in Augenschein. Was Matthias Riedel da sieht, ist nicht gut. Sie haben in der Sonographie deutlich zu sehen, eine Steatosis Hepatis Stadium 3 und 4 wäre das Maximum. Okay, was bedeutet? Eine Fettleber. Und zwar eine fortgeschrittene Fettleber. Okay. Und das haben Sie nicht erst seit gestern, das haben Sie schon seit vielen Jahren. Ja. Das entwickelt sich über die Jahre, wird immer schlimmer. Und das ist dann auch der Turbo für Ihren Diabetes. Seine Leber schüttet vermehrt Fettsäuren und ein schädliches Eiweiß aus, das Fetuin A. Beides gelangt über den Blutkreislauf in die Bauchspeicheldrüse, führt auch da zur Verfettung und Entzündung. Das stört ihre Funktion. Das Organ gibt weniger Insulin ab, der Blutzucker steigt und die Leberverfettung nimmt weiter zu. Und deshalb ist, wenn wir den Diabetes behandeln wollen, die Leber auch unser Adressat. Frank arbeitet als Waste Watcher, Müllsheriff bei der Stadtreinigung Hamburg. Zusammen mit seinem Kollegen geht er auf Streife. Ihr Auftrag? Müllsünder überführen. Moin, schönen guten Tag, Stadtreinigung Hamburg. Soll ich Ihnen mal was zeigen? Gucken Sie mal, da ist ein Aschenbecher. Und das ist der Fußboden, da gehört sie nämlich nicht an. 15.000 bis 20.000 Schritte kommen täglich zusammen. Trotzdem steigt Franks Gewicht kontinuierlich auf aktuell fast 107 Kilo. Woran liegt es also? Nach Feierabend gibt es zu Hause in Grünwohld in Schleswig-Holstein Abendessen, zusammen mit Melanie, seiner zukünftigen Frau, und deren Sohn Philipp. Häufig was Schnelles, Fertiggerichte. Im Auftrag der Ernährungsdocs schreibt Frank auf, was und wie viel er isst und trinkt. 12 Uhr zu Hause in der Fritteuse, 15 Fischstäbchen und eine Paprika dazu. 21 Uhr, einmal Fertiggericht, Cannelloni, zweimal Joghurt, 150 Gramm, ein Maßriegel. Was ist schlimmer geworden?
Aber jetzt ist gerade der Knackpunkt, wo er es auch einsieht. Er hat es vorher nicht so gesehen. Obwohl viele auf ihn eingeredet haben, ich auch. Zum ersten Mal ist es so, dass ich selber sage, ich will was ändern. Zu viel Fett in der Leber, zu viel Zucker im Blut. Wie ist das passiert? Die Antwort liefert Franks Ernährungsprotokoll. Mit Verlaub, aber das ist alles für die Tonne. Okay, sehr schlecht. Jetzt checken wir doch mal, was Sie da alles gegessen haben. Ja, okay, mache ich. Fangen wir mit der Pizza an. Ja, Fertigpizza. Pizza mit Weißmehl. Okay. Fruchtjoghurt. So viel Frucht ist da gar nicht, nein, aber viel Zucker. Ja. Frank zaubert die Pappe seiner 15 panierten Fischstäbchen aus der Tonne. Verpackungen von Brot und hellen Brötchen, von Aufschnitt und Leberwurst, tütenweise Süßigkeiten. In den Verpackungen war das. Was Sie hier sehen, sind einfache Kohlenhydrate, die schnell ins Blut übergehen und jede Menge schlechte Fette. Und all das, das setzt natürlich Ihrer Leber zu, führt zur Fettleber und damit zum Diabetes auch. Ja. Das sieht schon so auf den Haufen extrem aus. Das ist es auch. Ein Job für die Müllabfuhr. Der Start in Franks Fettburner-Modus wird flankiert von einer Entgiftungskur. Haferporridge. Ja, sehr geschmacksneutral. Ein bisschen breiig und schleimig im Mund. Ja. Mhm. Ja, wie Haferflocken halt so schmecken. Den essen Sie dreimal täglich, drei Tage hintereinander zum Start und dann jede Woche einen solchen Tag reinschieben. Okay. Hafer enthält einen heilsamen Ballaststoff, Beta-Glucan. Er verbessert die Blutzuckereinstellung, hilft beim Abnehmen und Entfetten der Leber. Was soll Frank danach essen? Ein kleines Quiz. Was passt da zusammen? Milch, Käse, Eier, Fleisch würde man sagen, davon eher wenig. Fisch. Kann ich mir vorstellen, häufig. Obst und Gemüse sortiert Frank zu täglich. Schokolade, Eis und Wurst zu kaum. Völlig richtig. Was Sie hier zusammengestellt haben, ist die mediterrane Ernährung. Die mediterrane Ernährung ist quasi die antidiabetische Ernährung. Schnelle Gerichte sind Sesam-Knusperfisch aus einheimischem Kabeljau mit Rettich, Selleriesuppe mit Walnuss-Kräutertopping oder Vollkornbrot mit Erbsenmus. Die Rezepte dafür gibt es bei den Ernährungsdocs im Internet. Schritte machen Sie ja berufsbedingt schon genug. Was Sie aber noch brauchen, ist ein Ganzkörpertraining. Ja, also Sport. Es geht zum Boxtraining. Ja. Für Kondition und Muskelaufbau. Mehr Muskeln sorgen für eine bessere Insulinwirkung. Mir war vieles gar nicht bewusst, was mir aufgezeigt worden ist. Ich weiß, dass es schwer wird, dass der Weg steinig wird, aber ich werde es schaffen. Uhr. Frank hat Feierabend. Seit Wochen hat er Spätschicht bei der Stadtreinigung, fühlt sich dadurch total ausgebremst. Man schafft vor der Arbeit nichts und nach der Arbeit nicht. Ja, also meistens bin ich dann kaputt. Also abends machen wir nicht mehr viel. Couch, Fernsehen, Bett. Das war's. Am besten kommt der 42-Jährige noch mit seinem wöchentlichen Hafertag gegen den Diabetes und seine Fettleber zurecht. Es geht einfach schnell, es ist einfach, man braucht sich nicht dicken Kopf machen. Es ist bequem. Einen Kopf macht sich Melli, wenn ihr Job als Altenpflegerin und ihre Zeit es zulassen. Dann kocht sie nach Ernährungsdocs-Rezepten. Zum Beispiel Kohlrabi-Schnitzel. Dafür schneidet sie das Gemüse in Scheiben, kocht es und paniert es dann mit Mandelmehl, Ei und Walnussbröseln. Dazu gibt es Möhrenfrischkäse. Und das vollständige Rezept bei den Ernährungsdocs im Internet. Ab und zu fotografiert Frank, was Melli zaubert. Asien-Nudelsalat mit Erdnüssen.
Das war sehr lecker. Strammer Gemüse, Max. Gemüsepfanne mit Pute. Ich habe dann öfter mal gehabt, dass ich abends hier richtig einen Fressflash gekriegt habe, weil ich angefangen habe zu zittern und Hunger. Und dann kam diese Gewohnheit, man sitzt auf der Couch und zack, und jetzt habe ich Hunger und versaue mir dann den ganzen Tag damit. Und danach ärgere ich mich. Warum hast du es jetzt getan? Warum hast du wieder Sachen gegessen, die du nicht essen sollst? Dazu rät ihm Doc Riedel. Heißhungerattacken zeigen immer an, dass etwas nicht stimmt mit der Psyche oder mit dem, was wir vorher gegessen haben. Manipulieren Sie damit schlechte Laune? War die vorherige Mahlzeit nicht sättigend genug? Achten Sie nochmal darauf, dass Sie sich wirklich satt essen, mit ausreichend Eiweiß und jeder Menge Gemüse. Das ist gar nicht schlecht. Das stimmt schon so ein bisschen, ne? Was gut klappt, ist das Boxtraining. Hartes Ganzkörper-Workout. 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin durch. Und es tropft einfach vom Gesicht und die Glücksgefühle kommen nicht beim Training, sondern danach. Das ist wirklich so. Also es schockt schon. Ein paar Kilo ist er schon los, aber weniger, als er sich vorgenommen hatte. 3 Monate sind es noch, bis die Ernährungsdocs seinen Diabetes und die Fettleber wieder unter die Lupe nehmen werden. Frank Schäfer kommt zum Ergebnischeck. Vor einem halben Jahr waren seine Blutzuckerwerte außer Kontrolle, seine Leber verfettet. Konnte er daran mit anderem Essen und Sport etwas ändern? Herr Schäfer, Sie waren ja damals im Vogel-Strauß-Modus unterwegs, so nach dem Motto, was nicht sein kann, das nicht sein darf, also Augen zu. Ja. Und Sie haben damals einen ganz wichtigen Satz gesagt. Mhm. Zum ersten Mal ist es so, dass ich selber sage, ich will was ändern. Hat das denn auch geklappt? Das hat geklappt, auf jeden Fall. Ich beschäftige mich viel mehr damit, mit der Krankheit, mit der Ernährung und mache nicht die Augen zu. Das ist schon mal ganz gut. Problematisch für seine Ernährungsumstellung ist nur, dass Frank häufig und gerne feiert, wie er dem Arzt gesteht. Auch seine eigene Hochzeit. Herzlichen Glückwunsch übrigens auch dafür. Feiern sind so ein bisschen Ihr Problem? Ja, ich denke schon. Großen Bekanntenkreis habe ich, bin oft irgendwo eingeladen. Mhm. Aber das ist schon ganz gut geworden, es wird da nicht mehr so viel zugelangt. Mit dem Trinken ist auch nicht mehr so viel, wie es mal. Ja, es ist natürlich, wenn man mal trinkt, dann trinkt man auch was, aber es ist dann nicht mehr bis zum Koma. Ja, ja, also das waren sicher widrige Umstände, in Anführungsstrichelchen, weil Sie es nicht leicht hatten, weil Sie ein sehr geselliger Mensch sind. Jetzt schaue ich mal, was das für Sie gesundheitlich gebracht hat. Es geht um sein Gewicht, die Leberverfettung, den Blutzucker. Sie haben von 107 auf 99 Kilo das Gewicht reduziert. Das macht minus 8 Kilo. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und noch eine gute Entwicklung. Ein entscheidender Leberwert im Blut, der GPT, ist wieder normal. Das heißt ganz konkret, Ihre Fettleber ist dabei, sich zurückzubilden und es werden keine weiteren Leberzellen mehr beschädigt. Super. Ich habe Gänsehaut. Ich wusste es ja auch nicht. Das ist total toll. Ja, und das bleibt natürlich auch nicht ohne Auswirkungen auf den Blutzucker. Mhm. Da hatten Sie einen HbA1c von 8,2 und der liegt jetzt bei 7,7. Das ist ja auch schon mal eine Verbesserung. Nee, finde ich total cool, dass das geklappt hat. 6,5% Langzeitzucker ist das Ziel. Also die Heilung der Fettleber ermöglicht dann auch eine Verbesserung des Diabetes und am Horizont sieht man eine Tür, auf der steht Diabetesheilung. Und die ist jetzt sichtbar. Sie müssen nur noch hingehen. Ich will das hinkriegen und das schaffe ich auch. Ich merke jetzt schon, dass es mir viel besser geht. Bin wieder fitter drauf. Auf jeden Fall. Also habe ich ja nicht alles falsch gemacht.